Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen COD-Video. In den letzten Tagen wurde es ein bisschen still um Warzone. Update-technisch könnte sich aber demnächst was tun, sehr bald was tun, und zwar schon kommende Woche. Wie es aussieht, ist es so, dass wir kommende Woche das Mid-Season-Update bekommen. Da gab es ein paar geleakte Informationen, die gucken wir uns gleich an. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das Update. Da startet dann wahrscheinlich auch das The Numbers-Event und das könnte ziemlich verrückt werden. Davor will ich mit euch noch kurz über Synced sprechen. Synced of Planet ist ein Game in der techno-apokalyptischen Zukunft und die Maschinen, die Nanos, haben die Menschheit überrannt. Die Menschen finden dann aber raus, dass sie sich mit manchen Nanos synken können, mit diesem Messer, was man im Trailer sieht, und dadurch können die diese Nanos steuern und benutzen im Kampf gegen die ganzen anderen Nanos. Da gibt es im Spiel 4 verschiedene Klassen, zum Beispiel die Guardian-Klasse. Das ist ein Nano, der sich in ein Schutzschild verwandeln kann, was man dann benutzen kann bei Kämpfen. Und was sich sehr cool anhört, ist die Crusher-Klasse. Das ist ein Nano, der extrem stark und groß ist und perfekt für die ganzen Nahkämpfe. Und mit diesen gesynkten Nanos versucht man die Welt von den ganzen bösen Nanos zu befreien. Es gibt im Spiel auch einen Ort, der Heaven heißt. Und das ist ein Ort, wo keine Kämpfe stattfinden. Da kann man hin, kann zum Beispiel zu einem Shop, kann sich Sachen kaufen, Items freischalten, kann sein Outfit wechseln. Und von da aus sucht man sich auch ein Team, mit dem man dann reinspringt in ein Match und eben wieder gegen die ganzen Nanos kämpft. Und das Game könnt ihr auch selber testen. Die Alpha dazu startet nämlich am 3. September. Ein Link ist da in der Videobeschreibung. Klickt euch da einfach rein, meldet euch auf jeden Fall an. Und wenn ihr euch anmeldet, bekommt ihr auch ein Founder Pack. Das seht ihr im Hintergrund. Da sind nochmal 2 Skins dabei, die man dann im Spiel benutzen kann. Schaut euch die ganze Sache auf jeden Fall an. Sieht nach einer Menge Spaß aus. Die ganzen Informationen, die kommen von Twitter. Von einem der ganzen Twitter-Leaker. Die sind ja da irgendwie alle unterwegs und kennen sich auch. Und einer davon ist MW2OG. Und ich glaube jetzt nicht, dass der einfach irgendwas posten würde. Ich gehe davon aus, dass die Informationen stimmen. Trotzdem sind das natürlich geleakte Informationen. Da ist nichts zu 100% bestätigt und dann kann sich auf jeden Fall noch was ändern. Was er aber auf jeden Fall meint, ist, dass das Mid-Season-Update für Season 5 am 7. September rauskommt. Umgerechnet zur deutschen Zeitzone ist das dann wahrscheinlich wieder der 8. September, also kommender Mittwoch, um 6 Uhr in der Früh wahrscheinlich, wenn das so bleibt wie bei den letzten Malen. Und das ist schon ein interessantes Datum. Weil wir dürfen nicht vergessen, am 7. September gibt es auch den Multiplayer-Reveal von Vanguard, irgendwann am Abend. Das würde bedeuten, wir haben am 7. diesen Multiplayer-Reveal und direkt am nächsten Tag das Update für Warzone. Aber ich halte es auch durchaus für möglich und ich kann mir gut vorstellen, dass dann zum Beispiel innerhalb von Warzone direkt nochmal ein bisschen Werbung gemacht wird für den Multiplayer von Vanguard und vielleicht ein Trailer abgespielt wird, wenn man das Game startet. Also auch von daher macht das schon irgendwie Sinn, dass das alles nah beieinander liegt. Und außerdem, das darf man auch nicht vergessen, rein zeitlich ist jetzt kommende Woche die Woche in der Mitte von Season 5. Also wenn das Mid-Season-Update auch wirklich zur Mitte rauskommt der Season, dann macht es kommende Woche auf jeden Fall Sinn. Er hat jetzt hier auch noch weitere Daten geleakt, und zwar einmal das Datum für den Start von Season 6. Die startet anscheinend am 7.10. Und das Mid-Season-Update für Season 6 startet dann anscheinend am 4.11. Und der 4.11. ist ein Tag vor dem Release von Vanguard. Das Game kommt hier am 5.11. raus, also alles ganz schön stacked, die ganzen Daten liegen ganz schön nah aneinander. Was wir erwarten können mit dem Season 5 Update ist natürlich nicht zu 100% sicher oder zum Teil wissen wir es, aber ich denke, da wird noch mehr kommen. Einmal ist es natürlich so, dass uns natürlich Waffen-Updates erwarten könnten. Ich denke aber, falls da was gemacht wird, wahrscheinlich jetzt nicht ultra was Krasses. Die Waffen sind ja eigentlich in einem relativ guten Spot aktuell. Da bin ich aber auf jeden Fall gespannt. Raven Software ist ja da auf jeden Fall immer noch hinterher, die ganzen Waffen auszugleichen, damit man wirklich mit möglichst vielen Waffen spielen kann. Und contenttechnisch haben wir natürlich eine Roadmap bekommen beim Start von Season 5, die wir uns nochmal anschauen können. Ich habe da jetzt mal alles rot gemacht, was wir schon haben. Also das meiste ist wirklich schon da. Für den Multiplayer fehlt noch Demolition und außerdem Zoo. Also nicht mehr allzu viel. Eine Multiplayer-Map noch und ein Modus für den Multiplayer. Zombies ist schon alles rausgekommen. Bei Warzone fehlt noch der Modus Clash, der wirklich spannend sein könnte. Das ist ja irgendwie eine verbesserte Version von diesem TDM-Modus. Da wird es noch mal ein bisschen mehr Action geben dann. Und außerdem ist es so, dass noch ein Operator fehlt, Hudson und einige Bundles. Und dann natürlich für beide Spiele, wie es aussieht, kommt noch das Mid-Season-Event The Numbers. Da freue ich mich am meisten drauf. Ich denke mal, dass wir in den nächsten Tagen noch mal mehr Informationen zu diesem Event bekommen. Ich erinnere da an Season 3 und an dieses Action-Hero-Event, was wir hatten. Da war es tatsächlich auch so, dass auf der Roadmap von Season 3 einfach nur von einem Event gesprochen wurde. Und dann haben wir, bevor das Event gestartet ist, noch mal eine Übersicht bekommen mit mehr Details zum Event.
Event und da wurde nochmal ganz genau erklärt, was da eigentlich Sache ist. Und ich denke, so wird es wahrscheinlich wieder gemacht. Und während dem Event wird es dann wahrscheinlich wieder Belohnungen geben, die man freischalten kann. Und ich hoffe, dass diese mobilen Sendestationen irgendwas mit dem Event zu tun haben, weil die stehen jetzt seit Season 5 rum und machen nichts, bis auf eine Sendestation, die irgendwie Geräusche macht. Und dann gibt es auch noch die Container mit diesen Maschinen drin. Und ich hoffe, dass die auch noch irgendwas machen und vielleicht haben die was mit diesem The Numbers Event zu tun. Ich dachte ja, dass die eigentlich benutzt werden für dieses Reveal Event von Vanguard und dass da Waffen drin sind, die man benutzen kann, um auf den Zug zu schießen. Das war jetzt leider nicht der Fall. Hoffentlich werden sie jetzt benutzt und verschwinden nicht einfach wieder. So ein paar verpasste Chancen hatten wir ja immer wieder. Ich erinnere da an das Reveal-Event von Black Ops Cold War. Nee, nicht an das Reveal-Event, an das Map-Wechsel-Event, wo diese ganzen Bunker einfach nicht benutzt worden sind. Also in einem Bunker ist ja ein Atomsprengkopf, den man gefunden hat mit einem Easter Egg. Und mit dem wurde gar nichts gemacht. Bin ich immer noch ein bisschen enttäuscht. Ein Easter Egg gibt es dann auch noch auf der Map, das angeteased wurde mit dieser Map, als die released wurde. Und zwar sind das die ganzen Minen. Da bin ich gespannt, ob vielleicht irgendwann mal was weitergeht. Ich meine, wenn uns wirklich mit Vanguard eine neue Map erwartet, dann haben wir da jetzt auch nicht mehr allzu viel Zeit. Und dass da irgendwas passiert, wurde sogar von Raven Software selber angekündigt. Also das ist nicht mal nur irgendeine Theorie. Raven Software meinte da, ja, das sind diese komischen Minen, da gibt es irgendwie ein Geheimnis. Und die meinten auch, dass man über diese Stahltür reingehen soll, die irgendwie unter dieser Brücke ist auf der rechten Seite. Da kann man noch nichts machen, diese Stahltür reagiert nicht, aber da ist auf jeden Fall was angedacht gewesen. Und im Map-Trailer, der veröffentlicht wurde, als die Map released wurde, wurde ja sogar ein kleiner Clip gezeigt, wo eine Person in diesem Bunker durch die Gegend rennt. Ich hoffe, da passiert was. Ich hoffe, das wurde nicht angeteased, um es jetzt wieder zu verwerfen. Mal schauen, was uns da erwartet. Sobald es weitere Informationen gibt, werde ich euch darüber natürlich informieren. Schreibt mir in die Kommentare, auf was ihr hofft mit dem Mid-Season-Update. Lasst uns dann in den Kommentaren diskutieren und wir sehen uns wieder zu einem neuen Video. Macht's gut, bis dahin.